Fans, Tolerierer und Hater von Danica, ich habe Neuigkeiten. Und sie sind übel. Spider-Man wurde dabei beobachtet, wie er ein Viertel in Queens terrorisiert hat. Ein Augenzeuge berichtet, er habe sich bewegt wie etwas aus einem Albtraum. Hör zu, die Jäger sind schon schlimm genug, kein Witz. Aber ein besessener Spider-Man? Das ist schlimm hoch 1000. Und was noch schlimmer ist, der andere Spider-Man ist unauffindbar. Die Kommentare sind freigegeben, Leute. Erzählt uns, was ihr wisst. Ich will von jeder Sichtung des jüngeren Spider-Man erfahren. Ich hoffe, er ist okay. Ich habe das Beste von mir hier gelassen. Ich suche keinen Streit. Kraven hält den anderen Spider-Man in einer alten Villa gefangen, östlich der Stadt. Er hat mich gerettet. Ich sollte dich suchen. Das war meine einzige Möglichkeit. Ich verdanke ihm mein Leben. Und noch viel mehr. Wenn wir schnell sind. Nein. Sie haben genug getan. Du solltest stolz sein. Er erinnert mich an dich. Erinnert ihn an mich. Er kennt mich nicht mal. Oder Miles. Ein bisschen Hilfe und schon ist er der Gute. Sobald Miles sicher ist, wandert Lee wieder in eine Zelle. Nicht jetzt, MJ. Schadet Spider-Man mehr, als er hilft? Und jetzt? Wer braucht jetzt Hilfe vom alten Spider-Man? Was soll an diesem neuen Spider-Man bitte so toll sein? Er kann nicht mal ein paar Jäger aufhalten. Sie haben die Stiftung zerstört, mein Leben ruiniert. Ich verliere vielleicht Mays Haus wegen Ihnen und... Kraven. Töte Kraven. Ob die kleine Spinne wohl überlebt? Wo ist er? Wo ist Spider-Man? Such ihn doch selbst. Freie Schussbahn! Bleib wachsam! Kämpft! Ich will sie nicht! Sag mir, wo er ist! Als du denkst. Raus damit!
gesagt, das Material sei unzerbrechlich. Aber ich glaube, alles lässt sich zerbrechen. Du hältst dich noch zurück. Vielleicht fehlt dir die Motivation. Ein glorreiches Ende werden. Du hast meine Stadt zerstört. Du hast so viele Leute umgebracht. Das war ihr Schicksal. Und dies ist unseres. Du warst es doch nicht. Möge es ein glorreiches Ende werden. Du hast meine Stadt zerstört! Du hast so viele Leute umgebracht! Das war ihr Schicksal! Und dies ist unseres! Deine Anhänger verehren dich wie einen Gott! Doch du bist bloß ein sterbender alter Mann, der einen Ausweg sucht! Du weißt es also. Und dass ich nicht in einem Krankenbett sterben werde. Nur ein Würdiger darf meinen letzten Atemzug spüren. Reiß mich in Stücke und präsentiere der ganzen Stadt eine Heldentat. Komm, lass alles raus. Ich hoffe, du genießt das. Das nimmt kein gutes Ende für dich. Ich studiere meine Beute. Du bist agil, intelligent. Gefühle sind deine Schwäche. So bin auch ich. Lass dir die Macht nur nicht zu Kopf steigen. Zeig mir, wozu du fähig bist. Versteck dich nicht. Ihnen? Gut gemerkt. Ich werde dir zeigen, was ich kann.
Lass es raus! Warum versteckst du deine Stärke vor mir? Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper. Ich brauch mehr Abstand! Du kannst dich nicht verstecken! Tu es, oder ich häng dein Körper als Trophäe an meine Wand. Komm zu mir! Kannst du nicht selbst kämpfen? Einen sterbenden alten Mann. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Ich reiß dich auseinander! Tu es, oder ich häng dein Körper als Trophäe an meine Wand! Lass es raus! Töte mich, dann hört das Läuten auf! Warum versteckst du deine Stärke vor mir? Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Ugh!
Hör nicht auf den Klang! Lass es raus! Kämpfe dagegen an! Ich reiß dich auseinander! Tu es, oder ich häng dein Körper als Trophäe an meine Wand! Greift an, Bestien! Hunde! Weil ich offenbar nicht töten kann, dachte ich, du würdest eine gute Mahlzeit abgeben. Zu besiegen. Genug geredet! Und dann fand ich dich. Und du wirst es bereuen! Nein, werde ich nicht. Ich lasse keinen Gott über mein Schicksal entscheiden! Zurück, töte oder werde getötet. Du hättest ihn fast umgebracht. Was tust du? Du bist im Weg, Miles! Immer nur im Weg. Ah! Ich hätte alles in Ordnung gebracht. Wie? Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht. Versuch nicht, mich zu belehren. Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft. Du bist es, der nur auf Rache aus ist. Rache? Ich wollte nur meine Familie beschützen. Dich beschützen. Du bist nicht besser als ich. Das sag ich auch nicht. Du bist stärker als ein Anzug. Pete, hör nicht auf ihn. Und stattdessen soll ich auf dich hören? Ja, hör auf mich. Wovor hast du solche Angst? Du hättest ihn fast umgebracht. Was tust du? Du bist im Weg, Miles. Ich hätte alles in Ordnung gebracht! Wie? Indem du ihn erwürgst?
So sind wir nicht! Versuch nicht, mich zu belehren! Du hättest ihn fast umgebracht! Was tust du? Du bist im Ding, Miles! Immer nur im Weg. Ich hätte alles in Ordnung gebracht! Wie? Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht! Versuch nicht, mich zu belehren! Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft! Du bist es, der nur auf Rache aus ist! Rache? Ich wollte nur meine Familie beschützen! Dich beschützen! Du bist nicht besser als ich! Das sag ich ja auch nicht! Du bist stärker als ein Anzug! Pete, hör nicht auf ihn! Und stattdessen soll ich auf dich hören? Ja, hör auf mich! Wovor hast du solche Angst? So. Ich wollte nichts als alle zu retten! MJ! Nein! Jetzt glaubt die ganze Stadt, ich bin das Problem! Du glaubst, ich bin das Problem. Aber das bin ich nicht! Ich bin die Lösung. Vielleicht würde etwas Venom helfen. Meine Anrufe an, Mann! Und was ist mit MJ? Du hättest sie töten können! Ich weiß, dass du leidest, Pete! Aber du bist besser als das! Ich weiß! Aber... Nein! Leute, die mir wichtig sind, sie sterben! Ich hab ihnen die Schuld gegeben! Sie brauchten einen Helden und... Hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein! Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind! Nicht du! Nicht ich! Sei still! Ja!
sterben. Ich habe ihr die Schuld gegeben. Sie braucht einen Helden und hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Die mir wichtig sind. Sie sterben. Ich habe dir die Schuld gegeben. Sie brauchten einen Helden und hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Nicht die Glocke zu nutzen. Wir müssen stärker sein als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Du musst! Ich werde dich nicht verlieren! Als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Ich kann nicht! Du musst! Ich werde dich nicht verlieren. Yeah.
geht! Komm schon, Mann! Los! Konzentrier dich auf mich! Komm schon! Du bist stärker als das! Hörst du mich? Tage. Miles, es tut mir leid. Vielen Dank für alles. Das tun Spider-Man. Spider-Man hat mich nicht gerettet, sondern Miles. Was jetzt? Ich muss mit Dr. Connors reden. Er weiß, wie man ihn vernichtet. Was ist mit Harry? Ich dachte, er braucht ihn. Sein Dad arbeitet an einem anderen Heilmittel. Und diesmal eins ohne Aliens. Also, wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Sobald meine Mom weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Okay. Schön, dich wieder zu haben, Mann. Dr. Connors, der Anzug ist ab. Er ist versiegelt. Aber was mache ich jetzt? Bringen Sie ihn zum Oscorp Tower. Da gibt es einen Tank, der ihn bändigen kann. Ich muss ein paar Dinge vorbereiten. Ich gebe Bescheid, wenn ich unterwegs bin. Eine Sache noch, bevor wir uns treffen. Wie fühlen Sie sich jetzt ohne den Symbionten? Gut. Erleichtert, dass es vorbei ist. Beschämt wegen meiner Taten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wir wissen noch viel zu wenig. Falls Sie Stimmungsschwankungen oder Ähnliches verspüren, geben Sie Bescheid. Aber es ist weg. Ich bin geheilt, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Achten Sie nur darauf, dass er versiegelt bleibt. Verstanden. Ja. Okay. Ich habe die Stadt zu lange vernachlässigt. MJ weiß es noch nicht. Hallo? MJ, der Anzug ist jetzt ab. Und es tut mir leid, dass... Red weiter. Dass ich dich und alle, die mir wichtig sind, wie Dreck behandelt habe. Ich bringe den Anzug zu Oscorp, bis Dr. Connors und ich eine Idee haben, was wir damit machen. Weiß Harry Bescheid? Nein. Aber Norman arbeitet an einem anderen, vielversprechenden Heilmittel. Wir können... Wir werden Harry retten. Tja... Es ist schön zu hören, dass du wieder wie du selbst klingst. Erledige dein Zeug. Wir sehen uns zu Hause.
Ich werde mich noch oft entschuldigen müssen, wenn das vorbei ist. Eins nach dem anderen. Ich bin jetzt zum Oscorp Tower unterwegs. Gut, wir sehen uns dort. Ihn endlich los. Mein Held. Harry. Wir müssen ihn vernichten. Er ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich verlierst. So wie ich. Pete. Bitte. Du verstehst nicht. Connor sagte, es ist... Ich hab dich gerettet! Und mich rettest du nicht! Willst du, dass ich sterbe? Nicht weh!
maximal funktioniert. Er hält nicht lang durch. Yeah.
Schieß auf ihn! Was für eine Kraft! Ist das die Spinne? Nein, etwas anderes. Etwas Besseres. Auf ihn! Auf ihn! Seht euch das an! Nicht eine Spur von Angst. Kein Grund zu fliehen! Schon lange habe ich von einem perfekten Tod in Blut und Feuer geträumt. Wirst du ihn mir geben? Du hast unser Werk zerstört, Freunde verletzt. Dann komm, weide dich in deiner Rache an meinem Fleisch. Oh. Ja! Die Spinne war unbefriedigend, aber du... Lass dies meine letzte Jagd sein, das Ende aller Dinge. Wie schnell bist du? Deine Stärke allein reicht nicht aus. Ich brauche mehr. Ich will Wut, Zorn. Ich will eine Hölle der Gewalt in einer ewigen Nacht. Meiner würdig ist. Weißt du, wie es ist, wenn der eigene Körper einen verrät? Ich werde nicht der Schwäche erliegen, wenn ich bald sterbe. Dann mit Gebrüll! Kleiner Mensch. Ich hab
habe jedes Land erobert und die Natur selbst gebändigt. Ich stehe über den Menschen. Genauso. Lass es mich spüren. Ich wollte... Was habe ich getan? Hab keine Angst, Schatz. Du besitzt endlich die Macht, zu tun, was wir immer wollten. Wir führen die Welt. Heilen. Wie? Ich zeige es dir. Dich da draußen finden. Die EMS-Ausweise können Hochfrequenz. Wenn Harry seinen Ausweis bei sich hat, kann ich ihn mit Satellitenschüsseln aufspüren.